Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir den Timo, sechste Generation. Wir sind gerade im Fitnesscenter noch. Und ich denke aber, dass wir bald jetzt mal wieder nach Hause gehen. Theo, der lässt sich hier oben noch schön massieren. Ja, der lässt sich hier echt noch eine Massage geben. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Ich guck mal, wie weit er mit dem Fitness jetzt eigentlich so gekommen ist. Oh ja, bei 82%. Also da können wir ihm dann noch ein bisschen jetzt eigentlich gönnen und die restlichen 18% fast morgen machen, oder? Jetzt weiß ich leider nicht mehr auswendig, was ich denn gesagt habe, was wir jeden Tag machen könnten. Naja, gut. Ihm ist tierisch langweilig. Okay. Langweiliges Gespräch und wo bleibt die Party? Na gut, ich guck mal, was die anderen so machen. Trixie ist hier noch beim Yoga machen. Ach so. Ja, ich wollte hier eigentlich noch eine Yoga-Lehrerin reinmachen. Da muss ich also eine andere Yogamatte machen. Ich kann das aber jetzt doch jetzt nicht. Oh, doch, ich kann das. Jetzt weiß ich aber schon wieder nicht mehr, welche Yoga-Matte das ist. Yoga für die Matte von. Ah, Yoga-Matte für Lehrer. Die hier ist es zum Beispiel. Ja, andere nicht. Ja, cool. Na dann. Oh, aber der Lehrer braucht. Oh, braucht er so viel Platz? So viel Platz habe ich ja gar nicht hier. Das ist natürlich schon blöd. Die braucht ja massig Platz. Das kann auch nicht sein, oder? Wartet mal, so, ich muss mal ganz kurz. Sie macht ja jetzt hier Yoga. Und ich mache jetzt einfach mal die nachher da draußen. Kann ich ja nachher wieder reinholen, wenn ich denn das noch brauche. So, ich möchte sie eh bloß einfach nur irgendwo abstellen, wenn ich jetzt nicht möchte. Ah, okay, warte. So, nee. Oder ich mach's mal andersrum. Eigentlich ist es aber schon so, dass die dann da vorne stehen. So, wenn ich das jetzt mache. Ah, und jetzt kann ich auch. Okay, jetzt kann ich die anderen wieder verteilen. Komisch, oder? Naja, gut. So. Einmal müsste doch noch irgendwie hier reinpassen. Ach, verdammt. Es passen aber trotzdem nicht genau, nicht ganz so viel. Also eins verkaufe ich und das gucke ich mal, dass es noch ein bisschen näher kommt. Dann müsste die hier wiederum eigentlich noch hier dran gehen. Genau. So. Sollte auch reichen, oder? Denke ich mal. So. So. Ja, cool. Also das müsste jetzt eine für Lehrer sein. Natürlich ist es jetzt fraglich, ob die jetzt dann noch gerade auftaucht. So, Tammy, wenn du schon hier oben stehst, dann kannst du doch eigentlich mal mitmachen. Haltung einnehmen. Nach unten blickender Hund. Genau. Ja, cool. Was gibt es denn dann noch? Ich muss mal kurz lesen. Haltung Gruß, Haltung Halbmond, Haltung Opfer, Zeitstütz. Okay. Mal gucken, wie sie es kann. Ja, naja, gut. Und Terra kommt auch noch. Genau, super, Terry. Wir zeigen und dann ich muss mal Haltung Gruß. Oh, sie macht gerade die Brücke. Tammy schaut hier ganz entzückt nach drüben. Mach mal einen Seitstütz. Ich habe keine Ahnung, was Seitstütz sein soll. Und du kannst eine Haltung Halbmond machen. Seitstütz. Das ist Halbmond. Seitstütz. Ah, das ist Seitstütz. Nee, sie macht gerade die Tiefenentspannung, Energiezentrum. Warte doch mal. Du darfst auch noch den Haltung Opfer. Also ich finde, Tammy sieht echt gut aus. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Trixie dagegen anschaue, sieht Tammy wirklich echt schmal aus. Das ist jetzt der Halbmond. Zumindest das, was übrig blieb. Mach du doch mal dann Haltung Opfer. Was war? Und du, was haben wir denn noch nicht? Nach unten blickender Hund hatten. Also wir hatten jetzt schon alles, aber. Das ist das Opfer. Okay, Opfer finde ich cool. Das ist die Tiefenentspannung. Und guck mal, wie sie, wie das aussieht.
Sieht sehr lustig aus, muss ich gestehen. Oh, ist sie die Lehrerin? Ja, Maya Palm. Lehrerin, in 30 Minuten beginnt ein Yogakurs. Bitte gib dem Yogalehrer Bescheid, falls du teilnehmen möchtest. Okay, das machen wir doch nochmal mit. Wir nehmen mal teil. Du auch. Komm, warte mal. So, du nimmst auch nochmal teil. Und du nimmst auch nochmal teil. Und dann würde ich sagen, ey, komm, er darf auch nochmal teilnehmen. So, mehr Plätze habe ich aber nicht. Den Timo. Timo ist noch irgendwo. Ich weiß nicht, was er macht. Ja, okay, er duscht gerade. Und Theo. Oh, für Theo ist kein Platz mehr, denn da ist jetzt noch die Lea Breuer dazugekommen. Naja, gut. Ja, ich weiß, Theo. Ist jetzt kein Platz mehr. Du kannst nochmal nach Trottrunden gehen und dann kannst du einfach mal hier noch eine erfrischende Dusche machen. Und ich gucke mir mal die Yogastunde hier so ein bisschen an. Ist in Ordnung. Geh duschen. Ist halt kein Platz mehr. Achso, da ist nochmal eine andere. Noame ist auch noch. Aber Tammy, Tara und Trixie hatten auch einen Platz bekommen. Ach, wie schön. So, warte, ich muss mal ein bisschen näher so kommen. So, der große Krieger. Den Namen weiß ich allerdings auch alle immer nicht unbedingt. Ich mache zwar Yoga, aber ohne die Namen zu wissen. Ist die schwanger, sag mal? Die hat so einen Bauch, entschuldigt. Aber sie ist halt auch schon Senior, vielleicht auch nicht. Das tut auch immer gut. Guck mal, Tara kann das nicht. Tara tut sich ein bisschen schwer. Und ja, das ist so ein bisschen... Oh, ja, klar, natürlich. Wer von euch macht das? Das ist... Guck mal, der Typ davon ist stehen geblieben, glaube ich. Trixie geht, die mag nicht mehr. Komm, Tammy, das kannst du bis runter. So schwer ist das doch nun auch nicht. Was gibt's noch? Ich habe mir echt noch nie eine Yogastunde hier angeguckt. Entschuldige nur, Amel, dass du bist so weit außen. Ich gucke mir aber mal die hier so an, was sie alles so machen. Und das ist jetzt das Opfer. Das hatten wir ja schon. Und ich glaube, danach dürfte jetzt dann die Yogastunde zu Ende sein. Oh Gott, Trixie ist duschen. Die ist auch total miserabel drauf. So, wie geht's den anderen? Ist es fertig mit der Yogastunde? Nö, anscheinend noch nicht. Huch. Doch, jetzt ist es fertig. Yay, ich bin voll konzentriert. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal alle nach Hause. Es ist jetzt genug im Sportzentrum gewesen. Und Tara ist jetzt echt super glücklich, dass sie hier einiges gemacht hat. Fitnessgeräte besitzen, wenn wir nach Hause gehen, sollte das doch auch mal noch eingenockt werden, schätze ich mal. Oh Gott, wie süß. Wer ist denn das eigentlich? Jens Niesen und Maya Niesen. Ah, okay, wahrscheinlich sind die irgendwie verwandt miteinander. Na gut, so, wo seid's denn alle? Okay, Tem, Trixie müsste das sein, oder? Oder war das... Ach nee, warte, Trixie. Trixie schleppt sich ein bisschen schwer. Tammy ist hier und unsere Tara, die ist noch hier. Also, dann geht's nach Hause und dann gucken wir mal, was Sophia auch gemacht hat in der Zeit. Wir haben jetzt quasi Samstagabend und ja... Einfach mal schauen, was jetzt noch so dran ist. Wir könnten jetzt da nochmal gucken, dass die Seelenverwandten, unsere beiden Erwachsene, ihr Bestreben dann doch mal, naja, auch erledigen und geschafft haben. Und mit unserem Theo möchte ich dann mal in, ja, entweder Herrenhaus oder dieses andere, das Reich sein. Das könnte ja auch dann relativ schnell erledigt sein, hoffe ich mal. Ja. Dann, genau, schauen wir mal. So, es dauert natürlich immer ein bisschen länger jetzt momentan. Aber jetzt sind wir angekommen. Lalalala. 1, 2, 3, 4, wo ist Theo? Theo ist schon längst... Oh, du trainierst schon wieder, mein Junge. Okay, wenn er denn will, oder? So, Sophia, wo warst du? Ihr geht es eigentlich ganz gut. Und eigentlich hatte ich dann auch gesagt, du sollst hier Charisma-Fähigkeit weitermachen. 42% bis... Eigentlich 50 sollten wir es schaffen.
Okay, also, dann schicke ich mal. Ist da schon jemand im Bad? Nö. Ah, da ist was kaputt gegangen. Dann kannst du das mal reparieren. Kannst dann noch eine erfrischende Dusche machen. Terra, du kannst mal hier hingehen und auf die Toilette und auch mal. Du machst mal eine nachdenkliche. Ups, nachdenkliche Dusche. Trixie, die war einfach nur müde. Und dann gehen wir mal hoch. Und schicken sie ins Bett. Und Sophie. Ah, Sophia. du kannst nochmal runtergehen und. Guck mal, hier ist doch. Warte mal. Hier ist doch auch ein Spiegel. Geschichten erzählen üben. Dann bist du nämlich bei deinem Mann gleich unten, der hoffentlich sich nicht überanstrengt. Was macht er denn ein energiegeladenes Training? Ja, weil er jetzt eine Massage hatte. Und. Erfrischende Dusche und von daher ist er jetzt echt energiegeladen. Wo ist Timo? Ich habe den gar nicht mehr gesehen. So, einmal schlafen, Timo. Ich weiß, was für ein Balken hängt denn bei dir noch oben gerade? Man weiß es nicht, oder? Nö, ey. Keine Ahnung, was da für ein Balken bei ihm hängt. So, oh. Timo, was macht sie? Ach Gott, wie süß. Sie stellt sich hier drauf und erzählt Geschichten, während sie schwitzt. Hä? Finde ich ja gerade irgendwie interessant. Es ist sehr schwitzend, hier stehen zu bleiben auf einem Bein. Die ist ja echt süß. Wo ist denn jetzt Theo hin? Ich bin noch extra mit ihr darunter. Das ist ja echt fies, oder? So, dann schicke ich dich doch einfach mal hoch und den Schrank Baby machen. Nein, Techtelmechtel in Raketenschiff. Hände küssen, warte mal, flirten. Dann machen wir mal romantisch ewige Liebe erklären. Dann, Tara, wie läufst denn du darum? Hände küssen, Tara? Ja, die sieht doch eigentlich ganz sexy aus, so wie sie hier rumläuft. Was machst du? Tammy umarmen. Tammy, aufwachen, ich will dich umarmen. Das ist ein bisschen doof, ne? Du könntest aber, weil du ein bisschen Soziales brauchst, jemanden anrufen. Gucken wir mal, wen du kennst. Guck mal, den Marco Winter zum Beispiel. Den könntest du anrufen. So, und genau, Fitnessgeräte haben wir und Fitnesslevel müsstest du noch einfach noch mal ein bisschen aufpowern. Wie geht es dir nochmal sozial? Oh, komm. Dann kannst du zumindest noch mal hier unten ein bisschen trainieren gehen. Komm, geht du zu Theo? Und die anderen schlafen alle. Trixie habe ich ja auch weggeschickt. Das sieht aber wirklich sexy aus. Das habe ich ihr angezogen. Ja, habe ich. Ich meine, mich erinnern zu können. So. Dann gucke ich nochmal. Tammy, oh ja, sie ist echt müde. Timo wird eigentlich bald aufwachen. Und Trixie, ja, das geht noch. So, und ihr zwei? Mit euch beiden habe ich jetzt so ein bisschen. Ja. Romantische Interaktionen vor. Du kannst sie nochmal verführerisch sein. sofort kokett hier. Leidenschaftlich küssen. Wie viel brauchst du denn noch? 8 Aktionen und sie braucht 3. Jetzt weiß keiner, wer anfangen soll. Oder wie? Was macht ihr? Aber der hat voll die Muskeln bekommen. Meine Güte. Hallo. Nee, plaudern hören wir mal auf. Und so. Sanft küssen. Er ist ja eigentlich kokett, also. Das ist ein sanftes Küssen, wohlgemerkt. Aber das war keine romantische Aktion, das war eine Aktion des Mutes, ne? Wartet mal andersrum. So. Hände küssen. Dann haben wir leidenschaftlich küssen. Dann haben wir noch eine Rose anbieten. Ach, wie süß. Aufreizend posieren. Dann verführerisch flüstern. So, gucken wir mal ein bisschen bei ihr. Oh, du bist jetzt gerade dran. Nein, ich flirte gerade mit meiner Frau. Yay. Oh, guck mal, verführerisch sein. Wange küssen, war das auch? Das ist jetzt noch verführerisch flüstern.
So, dann Zuneigung ausdrücken, glaube ich, war auch. Yay! Oh, Sophia, es hat abgeschlossen. Okay, und dann wirst du auch gleich nachmachen. Ja, ich gleich kannst du aufs Klo flirten nochmal. Dann müsstest auch du es haben. Komm schon. Los! Komm, eins musst du noch machen. Los. Yay! Alle beide haben ihr Bestreben geschafft und ja, unser Theo, der ist echt ein hübscher, sehr koketter. So. Yay! Wir haben also einmal Seelenverwandte und Serienromantiker. Ne? Wir haben ja damals zwei, also alle beide bei ihm gemacht. Man könnte jetzt natürlich auch nochmal so in Richtung Bodybuilder-Meilenstein gehen. Ich muss mal gerade gucken. Eine Stunde in den Fitnessgeräte besitzen. Fitness, Bodybuilder. Ich logge das mal gerade ein. Ah, in einem Fitnesscenter trainieren. Das ist natürlich doof, weil wir gerade in einem Fitnesscenter waren. Aber das ist das, was Terra auch gerade macht. Level 6, 2 Stunden joggen, 10 Stunden beim Training verbringen. Ich bin ja fast geneigt, auch nochmal, also ich überlege mir das nochmal, weil wir müssten dann nochmal ins Fitnesscenter gehen. Oder ich gehe mal einfach nur mal ganz kurz rüber und komme wieder her. Das könnte ich natürlich auch machen. So, was wäre denn? Nee, das geht ja nicht mehr. Meine Kids sind nicht mehr klein. Das wäre doof. Genau, Vermögen. Also ich logge das mal... Ups, das wollte ich jetzt so in der Form nicht machen. Ich wollte sagen, ich logge das mal ein. 200.000 Simoleons verdient. Okay, das hätten wir bald. Also das könnten wir zum Beispiel auch einloggen. Und wenn ich Hausbaron einlogge... Warte mal. Dann muss ich nur noch die 20 Säulen kaufen. Das haben wir doch eigentlich schnell. Guck mal. Wir kaufen gleich mal... So, warte. 20 Säulen. Für dieses Bestreben müsste ich eigentlich irgendwo wirklich 20 Säulen einfach nur mal hinstellen und stehen lassen, oder? So, was haben wir denn eigentlich hier so für schöne Säulen, die ich hier aufstellen könnte? Kann man die eigentlich auch verbinden? Ich habe nämlich mit Säulen. Ich finde die Säulen einfach nicht so wirklich schön eigentlich. Aber so, wartet mal. Ich mache einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann müssten irgendwie noch 2. So, bitteschön. Jetzt müsstest du eigentlich 20 Säulen haben. Hä? Ach so. Ich kann nicht rechnen, Leute. Shit. Ach Gott, I'm sorry. Ja, genau. Also noch 2. Dann sind es 20. Yay! Dann haben wir doch tatsächlich auch dieses Bestreben bereits geschafft. Blöd ist eigentlich schon, wenn man die hier stehen lässt jedes Mal. Aber okay. So, dann gucke ich mal weiter. So, heute ist wirklich Bestreben dran. Ja, Liebe haben wir, wie gesagt. Natur, Beliebtheit. Okay, ich möchte gerne das wirklich eingeloggt lassen. Erstmal herrlich reich und das mit dem Fitness und Sport, das würde ich eigentlich auch noch gerne angehen wollen. Ich weiß nicht, wie schnell ich es bei ihm schaffen könnte. Aber, ja, 175.000, ja, das schaffen wir doch relativ flott, denke ich mal. Und sie darf auch. Yay, Serienromantikerin habe ich damals ja nicht. Nee, das machen wir nicht. Jetzt lasst mich nochmal kurz gucken, was habe ich denn... bei ihr. Was muss sie denn? Charisma und Logikfähigkeit. Okay. Habe ich da irgendwas in diese Richtung?
Wissen. Computerfreak. Nee, das ist ja auch nicht unbedingt das. Nerd auch nicht, oder? Oh, ich guck mal bei Baroness. Das haben wir natürlich alle gleich, ne? Das könnte ich dem Timo auch direkt mal geben. Ja, sie ist auch Baroness. Yay! Oh Gott, sie hat, guck mal, wie viele Punkte ich da habe bei ihr, meine Güte. Und das da, das ist ja immer das, was der einzelne Sim, glaube ich, verdient, wenn ich mich richtig erinnere. Warum blinkt das so ein paar Mal auf? Könnte ich natürlich auch nochmal bei ihr lassen, aber Familie, große, glückliche Familie. Mit Kind. Kind vorlesen. Nee, das geht natürlich nicht mehr. Das müsste man immer machen, wenn die Kinder jünger sind. Essen würde ich vielleicht bei ihr mal ein bisschen einloggen. Da sie... Ja, genau. Warum nicht? Ich logge mal bei ihr Essen ein. Sie soll jetzt so, wenn sie in Richtung ihr Alter geht, dann einfach mal mehr kochen. Also sie ist sowieso die Köchin hier. So, und bei dir... I'm sorry, dich muss ich mal ganz kurz auch zum Herrenbaron machen. Dann hast du nämlich dieses Bestreben auch schon erreicht. Und herrlich reich, weiß ich gar nicht. Okay, natürlich, du musst noch ein bisschen verdienen. Das hast du wahrscheinlich mit den Gartensachen gemacht. Ne? Und ja, ich hatte Nerd, habe ich, oder? Ich hatte Nerd gehabt, ja. Nerd-Hirn. Genau, da waren wir. So, meine Güte, ich habe jetzt wirklich, wirklich, wirklich mich mit so vielen Dingen hier beschäftigt. Nur, ja, nicht mit dem eigentlichen Spiel, irgendwie. Sophia, geh mal nochmal Teile plündern und du gehst mal was essen kochen. Warte mal, zwei Mahlzeiten zubereiten, wenn inspiriert und fünf ausgezeichnete Mahlzeiten. So, ich bin zwar nicht inspiriert, aber ich gehe mal mit ihr kochen und zwar mal Grillkäse heute und dann gucken wir einfach mal bei ihr weiter. So. Tara, die ist jetzt langsam müde und kommt auch mal hoch anscheinend. Genau. Du hast dich umgezogen. Achso, das war dein Trainingszeugs. Hausaufgaben müssen sie alle morgen noch machen. Wie weit bist du gekommen mit Fitness? Naja, immerhin bist du 60%. Das ist doch schon mal was. So, und der Timo, der müsste doch eigentlich jetzt bald mal... Ja, du bist jetzt doch wach. So, und dann... Würde ich fast mal sagen, mein Lieber, dann kannst du noch ein Buch lesen. Und zwar Pudding im Orbit. So, einmal los lesen. Und die Tammy, weiß ich gar nicht, Blase und Hunger, das ist auch irgendwann dran. So, ich sage aber jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann hier weitergeht. Ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.